schnell mit meiner Brille drauf gucken. Hallo liebe Algorithmen-Trader. Viele von euch hatten den Wunsch, das Thema Tickchart noch einmal näher zu beleuchten. In dem heutigen Video schauen wir uns die konkreten Vorteile eines Tickcharts an und wie man damit seine Gewinnquoten deutlich verbessern kann. Ebenso sprechen wir darüber, wie man seine Investition im Tickchart verzehnfachen kann. Zunächst einmal kann ein Trader mit Hilfe eines Tickcharts auf eine sehr kluge Art und Weise tiefer in eine Kerze hineinschauen und mit speziellen Hilfsindikatoren sogar feststellen, an welcher Stelle mehr Short- oder Long-Trader ausgestoppt wurden. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, richtige Handelsentscheidungen zu treffen. Wir sehen hier einen 4096er Tickchart, der vom theoretischen Ablauf mit einem 1-Stunden-Chart vergleichbar ist. Natürlich variiert die Anzahl der Kerzen. Warum das so ist, werden wir uns gleich noch näher anschauen. Deutlicher werden die Gemeinsamkeiten, wenn ich die Zonen der 1-Stunden-Kerze auf die gleiche Größe des Tickcharts bringe. Jede weiße Linie im Chart repräsentiert einen Tag und wir stellen fest, dass an diesem Tag weniger Kerzen produziert wurden als zum Beispiel einen Tag später. Auch hier wurden deutlich weniger Kerzen gezeichnet als an diesem Tag. Auf dem unteren Indikator sehen wir die aktuelle Volatilität und stellen fest, dass genau in den größten Zonen die höchste Volatilität stattgefunden hat. Die Volatilität ist immer abhängig von der Anzahl der Market Orders, die in die Liquidität der Limit Orders hineinläuft. Auf der Ask-Seite befinden sich 380 Lot auf den ersten 10 Limitstufen. Wenn nun 170 Lot Market Buy Orders hineinkommen, ist bei der Preisstufe 1.10 110 Schluss. Wenn dagegen auf der Ask-Seite nur 170 Lot liegen und ebenfalls 170 Lot Market Buy Orders hineinkommen, läuft der Preis sogar 5 Stufen weiter nach oben. Dadurch entsteht eine höhere Volatilität. Ein 32er Tickchart bedeutet, dass nach 32 Ticks eine neue Kerze gebildet wird. Wenn also innerhalb von einer Minute der Preis hin und her läuft und dabei 32 Ticks entstehen, wird demnach nur eine Kerze gebildet. Wenn in derselben Zeit 64 Ticks entstehen, werden hierbei sogar 2 Kerzen gezeichnet. Wenn also nichts los ist, werden wenig Kerzen gezeichnet. Bei einer höheren Volatilität werden deutlich mehr Kerzen gezeichnet. Am 12. und 18. Januar entstanden mehr Kerzen als zum Beispiel am 11. und 16. Januar. Aber welchen Vorteil bringt das jetzt? Zunächst einmal sehen wir, wie der Kurs langsam nach unten läuft und plötzlich entsteht eine starke Bewegung nach oben. Mit dieser Bewegung konnte keiner rechnen und genau deshalb gab es dort wenig Long Trader. Diese Bewegung entstand gleichzeitig dadurch, dass viele Short Trader ausgestoppt wurden. Hier kommen nun die meisten Long Trader in den Markt und wohin legen die ihre Stops? Nun, meistens genau unter das letzte Tief. Der Markt läuft nun weiter nach oben, es bildet sich ein kleines Equilibrium und der Preis läuft nun in unsere gezeichnete Zone hinein. Die ersten Long Trader werden damit ausgestoppt und danach läuft der Kurs wieder nach oben. Und wisst ihr, wie wir jetzt bestimmen können, wie weit der Kurs in diese blaue Zone hineinläuft? Nun, indem wir herausfinden, wo sich die stärkste Zone in unserer großen Kerze befindet. Und da es sich hier aber um eine M1-Kerze handelt, müssen wir irgendwie noch tiefer in die Kerze hineinschauen. Hier sehen wir beispielhaft eine große M1-Kerze. Und im 128er Tickchart ist genau hier die stärkste Zone. Hier
im 64er Tickchart, hier im 32er Tickchart, im 16er Tickchart und hier im 8er Tickchart. Und genau dort wird der Preis wieder hineinkommen, um die Long Trader von Punkt B rauszunehmen. Am 29. Dezember wurde der Preis ab 6 Uhr nach unten gedrückt und 3 Stunden später von dieser Schlüsselkerze durchbrochen. Diese Zone zeichnen wir uns nun ein und wir sehen kurze Zeit später, dass der Kurs sogar 3-mal darauf reagiert hat. Am 3.1.2023 wurde diese Zone von einer starken M1-Kerze durchbrochen. Wir zeichnen die Zone ein und stellen fest, dass sie 15,4 Pip groß ist. Unsere Annahme ist, dass der zukünftige Preis in dieser Zone wieder abgewiesen wird, um die Short Trader rauszuholen. Doch wie identifizieren wir nun den genauen Umkehrpunkt? Ganz einfach. Wir müssen die stärkste Zone finden. Dafür gehen wir in einen 16er Tickchart und zeichnen die Zone der M1-Kerze ein. Kerze A und B sind die stärksten Bewegungen innerhalb dieser Minute. Beim Punkt C wurde der Preis noch einmal nach oben abgewiesen. Aus diesem Grund ist die Kerze A für mich die entscheidende Zone. Diese Kerze wird nun eingezeichnet und wir merken uns diese Preiszone. Damit konnten wir die Zone von 15,4 Pip um das Achtfache auf 1,8 Pip verkleinern. Am 4. Januar kam der Kurs genau in unsere Zone hinein und ist danach nach unten gelaufen. Etwas darunter bei Punkt A sehen wir eine starke Abweisung nach unten. Daraus entsteht ebenfalls eine Schlüsselkerze und das Ende dieser Zone ist gleichzeitig mein Ausstieg. In der Mitte der oberen Zone ist der Short-Einstieg mit einem Risiko von 2 Pip und 11 Minuten später der Take-Profit mit 25 Pip. Der Handel in der großen Zone hätte ein Risiko von 9 Pip gefordert und 12 Minuten später 20 Pip Ertrag. Das Ergebnis im M1-Chart sehen wir hier. Und hier ist das Ergebnis im Tickchart. Im Tickchart entstanden 70 Euro weniger Risiko und 50 Euro mehr Einkommen. Das CRV ist fast 6-mal so hoch und der Gewinn ist 36% schneller erreicht. Da ich aber nur oft 1-4 Minuten im Handel bin, wäre ich hier spätestens nach 3 Minuten raus. Natürlich wäre der Take Profit und das CRV deutlich kleiner gewesen, dafür hätte ich aber auch mein Geld schneller und mit weniger Risiko verdient. Hier seht ihr noch einmal, wie der Preis auf diese starke Zone reagiert hat. Mit Hilfe von einem Tickchart könnt ihr euren Stop verkleinern, der Spread bleibt natürlich gleich, aber das Gesamtrisiko nimmt ab. Gleichzeitig erhöht ihr aber auch damit euren Take-Profit. Im 16er Tickchart ist das CRV bereits 39% größer und vergrößert sich weiter mit kleiner werdendem Tickchart. Nehmen wir an, ein Trader macht Gewinne, handelt mit 0,5 Lot, einem Hebel von 30, die Gewinnquote liegt bei 50%, Spread 0,7, Stop 4 Pip und Take Profit 10 Pip. Pro Jahr werden 300 Trades absolviert. Dann liegt der Gewinn bei 2540 Euro. Im T08 bleiben alle Faktoren gleich bis auf den Stop und Take Profit. Dadurch entsteht ein Vorteil von 2200 Euro. Nehmen wir nun einen Verlusttrader mit einer Gewinnquote von 30%. Dieser erzielt im M1 einen Verlust von 552 Euro und im T08 sogar einen Gewinn von 1600 Euro. Auch das ist ein Unterschied von 2200 Euro. Brutto, also vor Steuer, erreicht er in beiden Fällen einen Mehrertrag von 3000 Euro. Das entspricht
einer Mehreinnahme von 250 Euro monatlich, wenn man effizient mit einem Tickchart arbeitet. Allerdings entsteht dabei auch eine große Herausforderung. Wenn man einen Tickchart aufruft, sieht das ungefähr so aus. Das heißt, die Ticks müssen sich erst im laufenden Chart aufbauen. Das liegt daran, dass der MetaTrader diese Daten nicht speichert. Also brauchen wir einen Server, der diese Tickdaten speichert. Mit einem eigenen Server kann man dieses Problem lösen, allerdings kostet das auch schnell 100 Euro monatlich. Alternativ kann man sich natürlich auch einen Server mieten. Beginnen wir zunächst mit dem Windows-Server. Einen Windows-Server einzurichten und zu bewirtschaften ist relativ einfach, da die meisten Trader im Windows-Bereich bereits Erfahrungen haben. Allerdings lässt sich das Microsoft auch sehr gut bezahlen. Damit kommt man schnell auf 66 Euro monatlich für einen Windows-Server. Die anfänglichen 39 Euro bei einem anderen Anbieter werden hier nach einem Monat auf 60 Euro erhöht. Hier kostet der Server 68 Euro, hier sogar 125 Euro und den Vogel schießt dieser Provider ab mit 170 Euro monatlich. Für einen Windows-Server müssen wir also mindestens 59 bis 170 Euro monatlich bezahlen. Zunächst einmal sind 59 Euro günstiger, als wenn man selbst einen Server aufbaut. Das ist okay, wenn ich auf der anderen Seite damit 250 Euro mehr verdienen kann. Kommen wir zum Linux-Server. Die meisten Experten sagen, Linux sei viel sicherer als Windows, weil Linux viel mehr Fähigkeiten hat, sich gegen Bedrohungen und Hacking zu wehren. Das Linux-Betriebssystem bietet eine deutlich bessere Leistung als Windows in Bezug auf Geschwindigkeit und Stabilität. Windows-Server haben mehr technische Störungen. Obwohl man FTP sowohl unter Windows als auch unter Linux verwenden kann, bietet nur Linux Talent und SSH-Zugriff zum Verwalten von Dateien auf dem Server. Linux gilt auch als das beste Betriebssystem für Open Source Content Management Systeme. Ebenso muss man nichts bezahlen, um auf ein Linux-Betriebssystem zuzugreifen, während Windows-Betriebssysteme oft einen hohen Betrag erfordern. Jedes Update muss bei Windows extra bezahlt werden, bei Linux ist es kostenfrei. Dafür gibt es aber auch einige Nachteile bei der Einrichtung und Verwaltung eines Linux-Servers. Gerade weil Linux zu den sichersten und schnellsten Betriebssystemen der Welt gehört, laufen die schnellsten Supercomputer alle unter Linux. Interessant ist, selbst 50% aller Windows-Server laufen mit Linux. Viele Experten haben Windows und Linux getestet und je nach System ist Linux zwischen 30-60% schneller. Das bedeutet, man braucht einen deutlich schnelleren Windows-Server als einen vergleichbaren Linux-Server. Auf einem Server mit 6 Kernen und 16 GB RAM braucht mein Tickchart gerade 189 MB Arbeitsspeicher, während der gleiche Tickchart auf meinem 16-Kern-Rechner mit 64 GB RAM auf 565 MB kommt. Der Linux-Server ist damit deutlich besser. Dafür gibt es beim Linux-Server einige Nachteile, gerade bei der Installation und der Wartung. Um den Server einzurichten, muss man mit Codezeilen arbeiten. Wer sich damit nicht auskennt, wird gerade am Anfang einige Probleme bekommen. Natürlich kann man auf Linux auch mit einem Firefox arbeiten und es gibt auch eine Windows-ähnliche Oberfläche, die allerdings mit Windows nicht vergleichbar ist. Für die Einrichtung des Servers benötigt man einige Programme, die man in der richtigen Reihenfolge installieren sollte. Dafür muss man immer wieder mal den Server neu starten und mit Codezeilen überprüfen, ob alles korrekt läuft. Am Ende läuft der Tickchart sogar reibungsloser als mit einem vergleichbaren Windows-Server.
Ebenso gibt es im MT4 diverse Einstellungen zu beachten, damit der Tickchart ohne Probleme läuft. Da ich mich in diesem Bereich sehr gut auskenne, wenn ihr Fragen habt, helfe ich euch sehr gerne weiter. Je nachdem, wie viel Vorkenntnisse ihr habt, benötigt ein ungeübter User zwischen 8 bis 48 Stunden, um diesen Server einzurichten. Wenn ihr in diesem Bereich noch keine Vorerfahrungen habt, empfehle ich euch, einen Linux-Profi zu engagieren, der euch den Server für 400 bis 600 Euro einrichtet. Nach der Installation loggt ihr euch ganz normal in eurem Linux-Server über Windows ein und im Hintergrund seht ihr bereits euren Tickchart, der übrigens rund um die Uhr läuft. Damit könnt ihr nun ganz normal arbeiten, wie auch in eurem MT4. In der Vergangenheit lag mein Linux-Server bei einem Provider, der auf Trader spezialisiert ist. Leider wurden die Server immer langsamer, sind oft ausgefallen und dann hat der Provider noch die Preise erhöht. Genau deshalb habe ich mich umgeschaut und einen Provider gefunden, der einen deutlich schnelleren Server zur Verfügung stellt. Im Prinzip zahle ich dort auch nur 12,50 Euro im Monat. Was mich zunächst gestört hat, waren die negativen Bewertungen. Diese beziehen sich allerdings nicht auf einen VPS-Server und so habe ich diesen Anbieter im letzten Jahr getestet und bin positiv überrascht. Wenn wir nun einmal die 3 Jahreskosten der einzelnen Server vergleichen, stellen wir fest, dass man mit einem Linux-Server sehr effizient über die Runden kommt. Nur der Stromverbrauch für einen eigenen Server würde in 3 Jahren bereits 3.000 Euro ausmachen. Rechnen wir noch einmal zusammen. Der Tickchart für den MT4 kostet einmalig 50 Euro. Der Server 432 Euro, die Einrichtung 400 Euro sind insgesamt 900 Euro. Geteilt durch 3 Jahre ist das ein Betrag von 25 Euro. Mit diesen 25 Euro macht es durchaus Sinn, 250 Euro mehr zu verdienen. Wenn ihr spezielle Fragen zu dem Tickchart, meinen Tickchart-Aufbau oder meinen PIP-Wert pro Tick habt, schickt mir gerne eine Mail oder geht auf meinen Blog bei Forex Factory. Selbst wenn der Server noch größer werden sollte, könnt ihr mit einem Linux-Server immer noch eine ganze Menge Geld sparen. Zunächst einmal würde ich euch empfehlen, den Tickchart grundsätzlich zu testen, um herauszufinden, ob ihr dadurch einen Vorteil habt. Die Indikatoren und weitere Informationen bekommt ihr auf meinem Blog kostenlos. Wenn ihr soweit seid, empfehle ich euch auf alle Fälle einen Linux-Server zu nutzen. Über die Vorteile haben wir ja bereits ausführlich gesprochen. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg im Handel und freue mich, euch bald wieder hier zu sehen. Ganz liebe Grüße, Michael.